Ich komme wegen Fürst Shimura. Oh. Kaputt. Gut gemacht. Sag das nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Coole Move. Wir können nicht weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Oh, Scheiße. Super. Die Schildträger sind hartnäckig. Ja, die sind nur auf Distanz gefährlich. Na, das war der Beste. Oh, da ist der Typ. Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Euer Onkel!
Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Komm her, Vögelchen. Ja, komm mal was hier. Ja, super, fängt schon gut an. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schwitze euch die Kehle auf. Ja, endlich. Und wieder zurück. Ja. Ja, super. Fuck. Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Nee. Rettet euer Leben. Versagt. Ja. Erneut. Jo. Vater. Jin. Oh, was jetzt? Muss ich wieder trainieren? Neue Fähigkeiten kriegen? Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yuriko. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yuriko. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Wer jammert denn? Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung.
ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Nee. Er ist immer bei euch. Kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Ein Sturm auf. Vater. Wie rette ich ihn? Die kein Motorrad oder Auto. Los! Na los! Yoda! Yoda! Jin! Was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Naja. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele. Deckung, ins Gras. Ins Boot. Hinten liegen Hutzen. Die suchen sich ja nach dir. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser.
Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Hierher! Hören ja besser wie ein Hund. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Mal gucken, ob das wenigstens mal klappt. Aus wie ein Kuhfeld. Hätten ein bisschen besser machen können. Ah, das sieht doch schon genau aus. Oh, wo kommen die näher? Das Schildfritzen. Ja, wenn er mich damit trifft, ey. Ah, gut, so nicht. Oh, kann ich mein Schwert schmieden?
Hier ist ja ja nichts. Wo ist der grüne Punkt? War doch gerade ein Pfeil. Endlich. Du hast mich gefunden. Ja, hab ich. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Der Krieger, Codex. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Wir müssen zu Taka, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen.
Hinten sind sie bestens geschützt. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai. Teilweise viel Gelaber. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Ja. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Taka. Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da? Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Hier durch. Ja. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Ein Messer. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Dass hier Bären leben? Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Nein, auf keinen Fall. Oh, wird auf Kilometer der Sonne entgegen. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein, aber wir kommen näher. Ja, in welche Richtung? Sonne entgegen? Nee, da. Ah. Berghoch. Ja, und jetzt? Oh. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Oh, scheiße.